Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Sie haben ja schon sehr früh angefangen mit Malen. Ich habe schon in der Kindheit gerne gezeichnet und gemalt. Mein Vater, kann ich mich entsinnen, da habe ich das wohl so ein bisschen her, hat auch immer gerne so Pferde gezeichnet und haben wir dann immer zusammen Bleistift- oder Kohlezeichnungen früher gemacht. Es war auch im Abitur, hatte ich das als Prüfungsthema, Claude Monet, die französischen Impressionisten. Also die Malerei hat mich schon immer eigentlich fasziniert und begeistert. Aber da meinten meine Eltern, ich sollte was Anständiges erst mal lernen. Die Malerei sei doch ein schönes Hobby. Wir stehen jetzt hier vor einem Bild. Das ist sehr, sehr schön. Können Sie es ein bisschen erklären? Ja, sehr gerne. Also das wurde zunächst mit Kreiden, mit Ölkreide vorgezeichnet. Dann mit Spachtelmasse wurde es gespachtelt. Das sind wie abstrahierte Blütenblätter. Hier vorne sieht man dann auch ein bisschen die Staubgefäße. Anschließend wurde verdünnte schwarze Ölfarbe drüber gegossen, leicht geschwenkt. Dann Holzbeize, ich glaube goldgelb war das, Holzbeize drüber gegossen und geschwenkt. Und dann wurden die Ränder bearbeitet mit Acrylfarbe. Hier ist noch so eine in einem Sandton eine Schüttung drüber gekommen. Und ganz zum Schluss wurden Akzente gesetzt mit Bootslack. Ja, das ist eins meiner Lieblinge. Das habe ich mal gesehen in einem Heft, als das war das Auge der Sahara, Bild, das Satellitenbild des Jahres war das gewesen. Das hat mich gleich völlig fasziniert. Das ist aufgebaut mit Fliesenkleber, weil das gibt dann eine sehr schöne 3D-Struktur. Und dann ist es mit Pigmenten gemalt worden, wobei hier ein ganz besonderes Pigment verwendet wurde. Das ist das Lapislazuli Blau und das sticht natürlich, das Blau sticht natürlich raus. Es sind auch fließende Farben im oberen Bereich verwendet, aber im unteren Bereich ist echter fließender Sand verarbeitet. Und das finde ich eine ganz spannende Kombination, fließender Sand mit fließenden Farben zu kombinieren. Dann ist eine Nebelschüttung drüber gekommen, dann kamen die Bäume im Mittelgrund, wieder eine Nebelschüttung und dann die Bäume im Vordergrund und anschließend hier noch Blattwerk und Farnwerk. Ja. Und das muss halt jedes Mal trocknen. Ja, ja. Und von daher dauert dann das Ganze ein bisschen, bis es fertig wird. Ja. Und danach mischt man den hellsten Farbton unterhalb dieser Hauptlinie für den nächsten Bereich an und wird dann nach hinten immer heller, nach hinten immer dichter, nach hinten immer schmaler. Mhm. Und dann hat man eine perfekte Tiefenwirkung. Ja, ja. Dieses Bild ist auch was Besonderes für Sie? Das ist was ganz Besonderes für mich. Das ist ein Bild aus der Serie Baumspiegelungen. Und mit dieser Serie habe ich mich dieses Jahr an der Internationalen Sommerakademie der Universität Hamburg beworben und bin als eine von 15 angenommen worden, was mich natürlich ein bisschen mit Stolz erfüllt. Ja, das ist schon was Besonderes. Das stimmt, ja.